Hallo und herzlich willkommen zurück zu Slime Ranger. Wir wollen heute einfach ein bisschen weiter Farmleben machen, Geld verdienen und nachher ein bisschen aufrüsten. So der Plan. Und dazu wollen wir erstmal Geld machen. Viel Geld. So. Hui. Das war viel. Ist auch schon wieder was drin. Die produzieren zu schnell. Beschwerde. Viel zu viel. Wir sind reich, wir sind reich. Und wir wollen gleich noch Pogo Fruits ansammeln. Oder anpflanzen vielmehr. Ich hoffe, hinten ist noch ein Feld frei. Also nicht in der Höhle, sondern auf der anderen Seite halt. Ich glaube, in der Höhle macht das nicht so viel Sinn, was anzupflanzen. So, und wir haben super viel Geld. Super duper viel Geld. Gefällt mir. Und mit Steuerung kann man nicht sprinten. Wer hätte das gedacht? Pogofruits. Geblickt. Ich glaube, wir brauchen auch ein neues Silo, um alles zu behalten. Entschuldigung. Armes Huhn. War hier nicht noch? Hier hatten wir schon, aber da können wir vollenden. Haben wir alles? Ja, wir haben alles. Okay. Und wie geht's euch? Ja, so ein. Die bekommen noch eine Musikbox. Nö? Feine Schleime. Okay, hier pflanzen wir anscheinend genug an. Also müssen wir doch gucken, ob es in der Höhle wächst. Das ist dann eben so. Ist mir aber lieber so. Obwohl wir könnten auch Silos, aber dann muss man immer so weit laufen. Das ist ätzend. Aber ich glaube, wir pflanzen hier unten die Bäume. Kann man ja noch mal gucken, ob man irgendwie mehr Feen sammeln will und die hier unten halten will. Wäre mal vielleicht noch eine Option. So, hier wachsen Pogos. Wenn sie dann wachsen. Und ein Scarecrow. Und wir sind arm. Zu arm. Ich frage mich echt, ob die wachsen. Es wäre natürlich blöd, wenn sie jetzt nicht wachsen, weil es eine Höhle ist, aber. Da müssen wir uns was überlegen. Da müssen die radioaktiven Schleime hier runter. Das könnte ich noch akzeptieren. Ja. Haben wir jetzt nicht drei Bäume? Wahrscheinlich zählt das nicht als angepflanzt. Menno. Eigentlich soll es nämlich einen Erfolg geben, wenn man dreimal Veggies hat und dreimal Obst. Aber anscheinend bringt das nichts. Das heißt, die Pogos wachsen wahrscheinlich nicht. Die Armen. Eigentlich wäre es ja vielleicht auch ganz gut, wenn wir die radioaktiven Schleime hier hin tun. Okay, die ziehen um. Gerade beschlossen. Dann kommen die hier hin. Ist auch toll, jetzt wo wir alles da fertig haben. Damit lag mir doch glatt ein böses Wort auf der Zunge. Okay. Dumm, dumm, dumm. Ich glaube, man muss sogar Geld bezahlen, damit man Sachen zerstören kann. Och nö. So, ihr bringt relativ viel Geld, oder? Das war nicht meine Absicht. So. Achso, der hier hat noch nicht angesagt, der hier hat angesagt. Wir sind in Geldnot. Los. Cocktail. Ach, jetzt. Okay. Nehmen wir mal so hin. Jetzt haben wir das doch bekommen. Mit anderen Worten, die Schleime müssen gar nicht umziehen.
Es sei denn, wir wollen sie umziehen lassen. Vielleicht später. Wenn wir mehr Geld haben. Sodass sie ein schönes Zuhause bekommen. Hüpf. Und die kommen hier vorne rein. Ne, da hatten wir die Möhrchen ja reingetan. Verdammt. Wir brauchen ein neues Silo. Und da kommen dann Heartbeats und Pogos rein. Sind die Zimt, sage ich schon hier. Stimmt, die Scare-Schleim fehlt. Da, der Easy. Und wo tun wir jetzt unser Silo hin? Hier hin. Das lohnt sich natürlich mit 5-mal Geld. Ah, wir sind pleite. Furchtbar pleite. Okay, okay. Ran da und Geld machen. Autsch. Los, fress das. Okay. Jetzt muss man immer eine übrig behalten, damit man im Notfall anpflanzen kann. Darf man nicht vergessen. Dadurch, dass die Zeit nicht mehr angezeigt wird, kann man nicht mehr abschätzen, ob da dann noch genug quasi von den Pflanzen abfällt. Ja, da steht gar keine Zeit mehr auf den Schildern. Weiß nicht, ob ich das so gut finde. Die sehen glücklich aus. Die hier nicht so. Vielleicht werden die, die in Gefangenschaft leben, ja auch gar nicht so aggro. Möhrchen. 1000 Möhrchen. Das Huhn ist mir nur so reingerutscht. Keine Sorge, die Hühner werden gleich freigelassen. Piu! Dum-ti-dum, dum-ti-dum. Und hier kommen jetzt die Möhrchen rein. Okay, die können wir auch noch mitnehmen. Dadurch, dass wir die Möhren losgeworden sind. Eigentlich auch ganz cool, so viel Vielfalt im Feld zu haben, oder? Ich weiß aber auch nicht, warum ich die radioaktiven Schleime so weit in die Ecke verfrachtet habe. Eigentlich nicht nett. Sie sind grün. Aber manchmal reicht es nicht, grün zu sein. Die gucken so grimmig. Ich glaube, das ist das. Okay, die wachsen noch. Hatten wir... Okay. Ja, die hatten wir hier. Gut, gut. Okay. Hier, was hatten wir? Achso, da waren die Mint-Mangos. Okay. Dann wird hier nochmal kurz rüber geerntet. Und wir haben inzwischen, glaube ich, Geld für ein Silo. Deswegen kommt das Silo hier hin. Da haben wir es. Und da kommen jetzt Pokéfoods rein. So. Hüpf. Und feststecken. Okay. Leben am Limit. Wir haben schon wieder fast alles ausgegeben. Mit so einem kleinen Furz kann man ja nichts mehr anfangen. Oder was sagt ihr dazu, hm? Die wenden sich von uns ab, sie hassen uns. Menno.
Die üben schon mal für die nächste Naturkatastrophe. So. Was? Muss der erst laden? Menno! Wie böse. Achso, die haben wir jetzt in dem anderen Feld. Also um 0 Uhr wird der hier resettet, einmal kurz. 24 Stunden Disconnect. Oh, da ist eine verschütt gegangen. Okay. Gut, hatten wir jetzt irgendwie schon... Nein, wir haben noch nicht genug. Obwohl, vielleicht ja doch. Haben wir genug Geld? Ja, bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Ein neuer Speicherplatz muss her. Oh, da war es noch teurer. Boah. Nee, nee, nee. So viel Geld haben wir nicht. Unfassbar. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass das so... So das Hauptding kostet 450 und dann die nächsten jeweils nur so irgendwie 250 oder so. Aber die sind einfach noch teurer. Wucher. Wucher ist das. Was war hier mit denn? Das hat geblinkt. Das habe ich genau gesehen. Ist da drüben etwas Schönes? Sieht fast so aus, oder? Wow. Wir sind perfekt einmal im Kreis gegangen. Wow. Wir könnten ja eigentlich mal aufs Meer rausstarren und gucken, was hier, ob da irgendwo Inseln sind, die wir noch nicht besucht haben. Und es sieht nicht so aus. Eigentlich brauche ich mich auch gar nicht so an diese Heartbeat zu klammern, weil auf dem Feld noch genug sind. Hier wollen wir auch nochmal aufs Meer rausstarren. Wie man das als Romantiker so tut. Die Sehnsucht der Ferne. Und hier ist auch nichts. Ich würde übrigens sagen, dass wir das immer so ein bisschen so machen, dass wir wahrscheinlich zwischen den Folgen ab und zu mal ein paar Pausen haben, weil dann aufs nächste Update gewartet wird und. Ich glaube, sonst kann man hier irgendwann auch nichts mehr groß erreichen. Weil so gesehen, wir haben jetzt die Schleime, die wir wollen. Wir haben alles an Gemüse und Obst, was wir wollen. Und das war gerade eine mega fette Explosion. Ja. Einfach jetzt die nächsten Updates abwarten. Was nicht heißt, es gibt keine nächste Folge. Die nächste Folge kommt bestimmt. Wir wollen ja auch noch die Inseln erkunden. Wir gehen erstmal schlafen. Es gibt auch schon wieder Post. Ach ja, und wir wollen natürlich alle diese Tank-Booster und so weiter haben. Das ist auch noch ein Ziel. Nach und nach erarbeiten wir uns das jetzt. Piu! Die schieben schon wieder Hunger. Gierige Raffbolzen. Fräsen uns noch die Haare vom Kopf. So, immer noch Hunger. Haben wir alle satt bekommen? Einen noch nicht so ganz. Okay, dann gibt es noch einen Nachschlag. Aber nur einen. Moment.
Der, der da hüpft. Ja. Alle erwischt. Die können sich selbst versorgen, genau wie ihr, ne? Ja. Brav. Autsch. So, wir gehen jetzt aber nochmal zu der... zu dem Waldgedöns. Zum Moss Blanket. Und wollen da mal gucken, ob wir zu der Insel hinfliegen können. Beeindruckendes Türmchen, muss man schon sagen. Super beeindruckend. Hui. Da ist ein altes Hähnchen. Hui. Gab es da nicht auch einen Teleport? Ich glaube nicht. Doch, wir hätten uns da hier dahin teleportieren können. Aber was soll's. Da muss man ja erst nachdenken, welchen Teleport man benutzen muss. Ja, ja. Viel zu anstrengend nachdenken und so. Was haben wir hier? Geld. Jojo. Ich will eigentlich auf den Megabaum mal rauf, weil ich glaube, wir sind zu schwach, was das Fliegen angeht. Da kommen wir nicht hoch. So. Alles tutti hier? Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Katzen hier haben sich verzehnfacht. Es waren früher, glaube ich, nicht so viele Miezen hier. Süße Miezkatzen. So. Wo konnten wir nochmal am besten die Insel sehen? Ich glaube... nicht zu nah ran. Ich glaube, wenn wir ganz zum Schluss waren und dann an der Röhre uns so umgedreht haben. Oder? Genau hier meine ich. Ne, das war die andere Insel. Ah, wo war die? Wir wollen noch eine Insel begutachten. Ach, Mintmangos sind das Grüne. Okay. Genau die. Das schaffen wir doch niemals damit hin. Wir müssen irgendwie dichter ran. Irgendwie muss das gehen. So, hier war das. Da so auf den Dingsbums rauf. Genau. Kurz aufladen lassen. Lade dich auf, lade dich auf. Perfekt. Ja. So. Dann da hoch, damit wir da hinten hochkommen, auf die Gebirge. Na, warum kommen wir da nicht hoch? Menno! Ich bin enttäuscht. Hier kommen wir auch hoch. So, wir machen jetzt YOLO-Party hier. Hoch, hoch, hoch. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Wir werden sterben, wir werden sterben. Nein! Verdammt. Okay. Menno. Ach so, jetzt sind die alle hungrig, oder wie? So wie das da an der Seite stand? Ja, die haben alle Bock auf Hunger. Beziehungsweise Bock auf Essen. Essen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Gönnen wir uns mal so und... was essen die anderen nochmal? Heartbeats zum Beispiel. Nee, gar nicht. Die hier futtern sie ja nicht so.
Ja, machen wir hiervon ein paar. Machen wir so ein bisschen und hier ein bisschen. Und eventuell schaffen wir es dann beim nächsten Mal darüber zu fliegen. Ach, die hier haben keinen Hunger oder was? Dann gibst die eben hier rein. Ja. So. Wir werden beim nächsten Mal versuchen, darüber zu fliegen. Wenn es bis dahin nicht schon ein nächstes Update gibt. Wir schauen mal. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!